Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Da sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Schauen wir auf die Formation. Wir sehen ein 5-2-3 bei Ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die Defensive damit abgesichert haben. Aber wir haben ja auch drei Leute vorne drin. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Super durchgesetzt. Ja, mit Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das könnte was werden jetzt. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Die Balleroberung. Kollegen bieten sich an. Er holt sich diesen Ball. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt kurz. Wieder Ecke. Ja, das ist die kurze Variante. Nächste Ecke jetzt. Sie nehmen die kurze Variante. Verteidiger ist dazwischen. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Den Ball holt er gut verteidigt.
Weiter geht es mit einem Einwurf. Er zieht vorbei. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Da geht er vorbei. Er zieht ab. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Fängt diesen Ball ab. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Sie unterstützen gut. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Und jetzt bekommen Sie die Chance. Der geht genau auf den Torhüter. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Gut verteidigt. So, da bin ich mal auf die Zeitlupe gespannt. Abseits. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Und den hält er fest. Gut gemacht. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Er ist frei, da kann was draus werden. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Energischer Vorstoß. Wird das die Führung? Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab.
Ecke kommt in den 16er. Sie bekommen den Ball nicht weg. Das muss es fast sein. Sein Timing ist schon klasse. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Das ist jetzt seine Chance. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Eine kurze Ecke. Ball kommt rein. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Fans können erstmal durchatmen. Williams. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. In den freien Raum. Kein Problem für den Torhüter, da konnte er sogar stehen bleiben. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Sie versuchen es. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Williams. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Das gibt Einwurf. Es gibt einen Wechsel. Da ist die Hereingabe. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kreieren, dann wird das hier maximal ein Remis geben. Und das wäre angesichts des Gegners eine große Enttäuschung. Also die Aktion hätte eine Karte fast schon verdient gehabt. Sie nehmen den Wechsel vor. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Das ist die Chance. Den Ball entschärft er ganz locker. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball. Wie lange hat dieses Remis hier noch Bestand? Sie greifen an. Da ist die Flanke ins Zentrum. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Viel Übersicht bei diesem Pass. Ja, gibt nur Abstoß. Wir sehen es, beide Mannschaften wechseln. Starke Szene, er holt sich den Ball. Er bekommt hier Unterstützung.
Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Gut dazwischen gegangen. Stews. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden. Spannendes Spiel. Machen wir weiter mit Verlängerung. Erster Durchgang. Mal sehen, wer konditionell besser drauf ist. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Ja, das sieht gut aus. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Wird kurz ausgeführt. Jetzt die Flanke. Und das war's erstmal wieder. Wird das was? Null zu null. Dazu passt auch diese Ballbesitzquote. Alles sehr ausgeglichen, alles sehr offen. Wir warten noch auf Tore. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Kein Tor, aber das war knapp. Der ging an den Außenposten. Klasse Zuspiel. Jetzt kann er es machen. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt der Eckball. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. So, 1 Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Weiter mit dem Vorteil. Nur noch der Torwart vor sich. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet. Und es steht weiter unentschieden. Alles noch drin. Und jetzt geht's so richtig an die Substanz. Jetzt müssen sie noch mal 15 Minuten beißen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Verhindert da, dass es gefährlich wird. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Gefährlich jetzt. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung.
In 7 Minuten ist die Verlängerung vorbei. Tut sich noch was? Können sie sich den Sieg doch noch holen? Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Wenn sie aus der Ecke was machen, könnte das die Führung und fast schon der Sieg sein. Ja, kurz ausgeführt. Befreiungsschlag. Wir schauen auf die Zeit. 3 Minuten sind es noch. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Könnte die Führung werden. Klasse dazwischen gegangen. Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Es wird Zeit für die Entscheidung. Der erste Elfmeter steht an. Kein Tor, der Keeper hält. Ja, beim Elfmeter kann der Keeper eigentlich nur... Er zeigt keine Nerven, der Ball ist drin. Ja, da alles richtig gemacht. Und den kriegt er zu packen. Gehalten. Ganz stark gemacht. Das ist mal ein Elfmeterschütze. So musst du einen Elfmeter schießen. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Gehalten. Ganz, ganz starke Aktion von ihm. Wenn der Keeper sich bewegt, ist er drin. Mit Vollgas in die Mitte. Schön verwandelt. Jetzt muss er seine Nerven kontrollieren. Er muss treffen, sonst verlieren sie dieses Spiel. Gehalten und wir haben einen Helden. Und damit ist das Ding hier entschieden. Wir haben den Man of the Match.